Und willkommen zur Metzklick Paderborn Kalenderwoche 33 im Jahr 2021. Ja, mit folgendem Speiseplan, der sich gravierend mal wieder geändert hat. Wir kreuzen erstmal das an, was sich nicht geändert hat: der italienische Burger, die Lasagne, die rüber auf den Mittwoch ging. Dann hatten wir auf Donnerstag das Cordon Bleu. Genau, ja, und jetzt natürlich noch die Frage, was ist mit Montag und Freitag, wo ihr eigentlich der Zitronen-Kartoffelstampf mit Artischocken, ja, da ist dann halt doch das Putenschnitzel geworden, und auf den Freitag ist nicht die Polenta gewesen, sondern es gab am Donnerstag noch diese Mienudeln, die gab es am Donnerstag dann quasi für 92, und das ist dann zack, auf den Freitag quasi gewandert, und hier den Quark mit Knusper-Müsli habe ich mir auch noch gegönnt. Ja, das dazu, und dann haben wir halt das Programm: Putenschnitzel, Burger, Lasagne, Cordon Bleu, Mienudeln. Dann schauen wir mal, das Putenschnitzel mit Pappkeramsoße und Bratkartoffeln. Aus der Cafete, Montag, 16.08.2021 für 3,90. Ja, war sehr gut, wie vor 2 Wochen, wo es ja das Gericht schon mal gab. Genau, diesmal gab es statt dem Zucchini-Gemüse, gab es hier Fenchel-Gemüse. Genau, aber dieses Fenchel-Gemüse fand ich besser. Das war tatsächlich so wirklich ein Tick besser als quasi in der Vorwoche mit dem gebackenen Fenchel, der mich ja nicht so wirklich überzeugt hat, aber hier jetzt als Fenchel-Gemüse zu dem Schnitzel war es in Ordnung. Aber ja, das ist halt immer so die Sache, aber das ist ja auch so ein bisschen auch normal, dass man sagen kann, okay, jetzt Fenchel hier zum Schnitzel schmeckt vielleicht anders, als wenn es pur Fenchel ist, oder dort war es ja mit Bulgur, was glaube ich, kombiniert, ne? Und klar, dann schmeckt manches halt immer ein bisschen anders. Genau, wir haben jetzt hartes Putenschnitzel hier, schön lecker und zart. Wir haben hier eine Paprika-Rahmsoße, die auch wieder schön deftig, schön lecker, herzhaft war, die auch wirklich nach etwas geschmeckt hat auch. Sehr top, leckere Bratkartoffeln. Finde ich halt auch immer schön geil, wenn die halt auch gut gebraten worden sind. Das waren die auf jeden Fall hier auch. Das leckere Fenchelgemüse hier auch. Schön bunter Mix, hat man sich schön viel Mühe gegeben. Zum Abend für 3,90 €. Super günstig. Top Qualität. Ne? Und deswegen auch ein verdienter 9 von 10. Dann gab es ja an den Tag noch das Quark mit Knuspermüsli. Sah so aus für 60 Cent quasi on top. Genau, ist für mich auch eine 9 von 10. No, also gerade bei dem Knuspermüsli war man auf jeden Fall nicht sehr sparsam. Genau, also ordentlich viel rein. Der Quark, zwar sehr, sehr dick, flüssig, aber ist ja nicht schlimm, ist ja ein Quark. Und genau, hat auf jeden Fall gut harmoniert. Schön lecker Kn Müsli mit drinne. Top, ne? Und für 60 Cent mal hier diesen Quark noch on pot, on top quasi drauf. Warum nicht, ne? Es ist schön lecker, ne? Müsli, Müsli, Yam, 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 ne? Wie man ja so schön sagt. Deswegen auf jeden Fall sehr gute Empfehlung, schönes Dessert. Dann kommen wir zum Burger. Hier natürlich voll ausgeschrieben mit veganen Patty, Tomaten, Zwiebeln, Rucola und Basilikum. Mayonnaise plus Potato Dippers. Dadurch ist der Preis von 3,90 auf 4,90 hochgegangen, weil es eben, wie gesagt, die Option noch gab für 1 € mehr quasi diese Potatoes, also die Kartoffelspalten dazu, auch wenn es in der App irgendwie für 60 Cent angegeben war, was sehr seltsam war. Man konnte auch einfach nur Kartoffelspalten bekommen für 1,50. Ja, finde ich auch ein bisschen sehr seltsam. Wer geht hin und holt sich nur Kartoffelspalten, das ist ein bisschen seltsam. Genau, aber so war das. Ich bin jetzt einfach mal so frei, ich gebe die volle 10 von 10, weil dieser Burger ist einfach affengeil. Richtig, richtig lecker ist dieser Burger. Ne? Sieht man hier, ich bin zwar wie gesagt kein Freund von Burgern, weil ich wie gesagt ja kein Ketchup und Mayo mag.
Hier ist ein Basilikum-Mayonnaise, die halt deutlich nach Basilikumsoße geschmeckt hat, die man halt ein bisschen zähflüssiger gemacht hat, weil es ja Mayonnaise ist und es ist ja auch eine vegane Mayonnaise. Und das finde ich tatsächlich immer noch einen großen Unterschied zwischen der Mayonnaise, die ich halt nicht mag, und eben wenn die Mayonnaise vegan gemacht ist, dann schmeckt die tatsächlich auch ein bisschen anders. Das ist ja auch logisch. Genau, die Tomatenscheibe ist natürlich runtergeflogen in Bioabfall, wo auch Tomaten hingehören. Und genau, hier haben wir das Patty, was ja so aus Bohnen, Quinoa oder so aus diesem zusammen hergestellt ist. Richtig lecker, dieses Patty. Ne? Die Mayonnaise ist gut und genau, für 1 € mehr auch noch on top mit den Kartoffelspalten. Warum nicht? Richtig geil. Und dafür, dass ich eigentlich Burger nicht mag, ist dieser Burger geil. Also der kann von mir aus in 2 Wochen auch gerne wiederkommen. Da habe ich nichts dagegen. Also da würde ich nur immer so in Anführungsstrichen meckern, wie jetzt bei dem Schnitzel. Wobei der Schnitzel war ja auch beide mal top. Ne? Aber es wird natürlich langweilig, wenn man ständig die gleichen Gerichte macht. Es muss ja auch eine Abwechslung sein. Und da hat das Studiwerk ja auch eine gute Option mittlerweile gewählt, dass man so Klassiker drin hat, als auch, dass man neu und erfinderisch ist und auch andere Kreationen mit einfügt. Das finde ich halt auch sehr, sehr gut. Das Einzige, was halt immer ein bisschen negativ ist, dass man vielleicht auch mal mit den Soßen tauschen könnte. Also wie zu den Brokkoli Nuggets, dass man nicht ständig eine Tomatensoße machen muss, sondern dass man da auch mal eine andere Soße machen kann. Ja, na guten Schmandtipp, das ist dann die Variation hier in Kassel so ein bisschen eher, aber es liegt ja auch da, wir sind ja hier in Hessen. Ne? Weiter geht's mit der Lasagne mit Rindfleisch und Käse überbacken. Stellvertretend auf den Mittwoch gewandert, 18.04. 18.04.? 18.08. Warum auch da 4. steht. Ich glaube, genau, weil ich es einfach rüber kopiert habe. Also im April gab es die Lasagne scheinbar schon mal. Ne? Deswegen, also wie gesagt, 8er zum Preis von 1,90 €. Genau, ist hier so ein Eckstück quasi, habe ich hier bekommen. Aber ist nicht schlimm. Ich finde ja gerade die Ecken hier schön knusprig. Die Lasagne ist schön lecker, cremig vor allen Dingen. Also die ist hier so richtig cremig, hier so mit einer Bechamelsoße gemacht. Das finde ich halt richtig geil. Und genau, schön cremig, schön knusprig. Für 1,90 € kann man da nichts falsch machen. In meinen Augen zu billig eigentlich. Aber ja, wie gesagt, kann man sich hier nicht meckern. Schöner Snack. Ja, obwohl, was das Snack ist, eigentlich ein Mittagessen immer noch. Genau, handmade. Und wie gesagt, gerade diese Aufläufe kann man immer in Paderborn gut empfehlen. Ich traue auch ja immer noch meine Gemüseglasagne, die aus dem Bistort-Spot nach. Mann, Mann, Mann. Ja. Weiter geht es. Donnerstag, das Cordon Bleu vom Hähnchen mit Zitrone, dazu Kaisergemüse und Kartoffelkroketten. Donnerstag, 19. Ich weiß auch nicht, habe ich jetzt überall Vierter hier drin stehen, oder? Also 19.08.2021 für 3,90 €. Der Vorteil war, es gab hier auch noch so, sieht man ja hier relativ gut, auch noch eine Bratensoße oben drauf. Also da war ich auch sehr, sehr froh drum, weil sonst wäre es ziemlich trocken geworden, das Ganze. Klar, man hat hier auch so eine Zitrone. Aber ich finde halt so dieses klassische Schnitzel Wienerer Art, wo ja, wie gesagt, so eine Zitrone mit hinzukommt, ich finde es einfach sofort trocken. Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich brauche eine Soße zum Schnitzel. Das ist mir zu trocken. Also nur so eine Zitrone oder Orange da drauf träufeln, macht es bei mir irgendwie nicht. Also es muss schon wirklich eine Bratensoße sein, sonst ja, wird es halt einfach zu trocken. Genau, wir haben hier Kaisergemüse, schön knackhaft, schön bissig. Genau, Soße, wie gesagt, ist normale Bratensoße, klar. Zitrone trotzdem drüber geträufelt, klar. Schnitzel, das Cordon Bleu quasi auch ganz gut, ne? Also war auch Cordon Bleu, ganz normal. Ja, und normalerweise 9 von 10, aber ja, es gab keine Kartoffelkroketten. Stattdessen, wie man hier unschwer erkennen kann, das sind nicht Kartoffelkroketten, das sind Pasta Bravas. Logischerweise, also diese spanischen Kartoffelwürfel quasi. Sind natürlich ganz nett. Klar, habe ich auch nichts gegen auszuwenden, aber ich habe eigentlich meine geliebten Kartoffelkroketten erwartet. So wie es ja auch eigentlich angegeben war. Deswegen auch nur 8 von 10 und nicht 9 von 10. Da muss ich streng sein, weil
Nichts geht über mein Lieblingskartoffelprodukt, Kartoffelcroketten. Mann, so eine Fiesheit. Also klar, Pasta, Brava, klar, auch gut, aber wie gesagt, hier muss man ein bisschen streng sein. Keine Kartoffelcroketten, also Punkt Abzug, 8 von 10. Punkt Schluss aus Ende. Ja, und an dem gleichen Tag gab es ja noch das Gericht davor, nämlich die Minudeln vietnamesisch mit Pak Choi und gebratenen Soja. So sah das aus, stellvertretend auf den 20.08. Okay, hier habe ich es im Gericht gemacht. Zum Preis von 2,90 €. Ja, war auf jeden Fall ein ganz solides Gericht. Ich mag persönlich ja sehr gerne so asiatisches Gericht. Wir haben ja auch hier in Kassel viele asiatische Läden auch teilweise, die ich auch sehr gut empfehlen kann. Also allgemein hier sehr schön gebraten. Wir haben hier auch re relativ viel gebratene Sojastücke mit drin. Genau, Pak Choi ist drin. Wir haben hier logischerweise auch Karottenstücke drin und vor allem hier sind deutlich mehr Karottenstücke als bei dem einen Gericht mit Gemüse drin, ne, wo ja dann hier nur so eine Karottenstück drin war, was ja ziemlich strange immer noch für mich war. Genau, aber hier ist es ganz gut gemacht. Ich finde es auch gut, dass man den Preis gesenkt hat. Genau dafür, dass es das am Vortag gab, das finde ich halt sehr gut. Deswegen auch eine ganz gute und solide 8 von 10. Die Top 3. Auf Platz Nummer 3 ist die Lasagne. Auf Platz Nummer 2 das Putenschnitzel. Und auf Platz 1 natürlich der Burger. Wir haben hier eine 10 von 10. Wir haben eine 9 von 10. Und wir haben hier auch eine 9 von 10. Genau, dann auf Platz 4 wäre dann das Cordon Bleu, ja, obwohl, ja, das Cordon Bleu und auf Platz 5 theoretisch die Nudeln, weil die haben ja beide 8 von 10. Aber insgesamt war für mich das Cordon Bleu halt trotzdem, trotz den nicht vorhandenen Kartoffelkroketten, dann noch ein bisschen lieber als die Nudeln. Genau, ich bin ja nicht so Freund von Nudeln. Genau, das dazu. Ja, und dann schauen wir mal, was uns das Studiwerk nächste Woche bietet. Hier ist noch so eine Lücke drin bei Montag mit den Beilagen des Dessert. Ja, es gibt ja am Montag und Dienstag so ein bisschen Lokführer-Innenstreik mal wieder bei der GDL. Aber ja, die Strecken nach Paderborn zum Glück nicht betroffen. Also es betrifft ja, was DB betrifft, nur den Abschnitt zwischen Kassel und Warburg. Das ist der RE17. Der ist zum Glück nicht betroffen. Also nochmal Glück gehabt. Kann man also dort. Ja, ich wollte eigentlich sagen, bequem einsteigen, aber da dort momentan nicht die richtigen Züge fahren, ist es eher unbequem. Und ja, wir kommen zu den Gerichten. Wir haben für Montag Kartoffelnocchis mit Hackfleischsoße vom Rind. Da mal wieder ein Klassiker ausgepackt. Und rüber auf den Dienstag geht die Linsenlasagne mit Paprikawürfeln. Und zwar würde auch die Süßkartoffel Pfanne für mich ansprechen. Allerdings, ich hatte mir im Vorfeld schon gesagt gehabt, weil es vielleicht ein bisschen brenzlig werden könnte mit den Lokführerinnenstreik, habe ich gesagt gehabt, okay, dann den Stress tue ich mir dann nur am Montag an und am Dienstag dann lieber nicht. Genau, am Mittwoch geht es weiter mit diesem auch asiatischen Gericht mal wieder. Yakisoba, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Buchweizennudeln mit Champignons, Karotten und Sprossen. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das aussieht. Da gibt es tatsächlich auch schon so ein Bild. Dieses Gericht gab es mal an einem Montag. Na gut, das war halt immer da, wo wir nicht konnten. Ne? Aber ja, bin ich mal sehr gespannt. Genauso wie mit der Linsenlasagne, die wir so in der Form, glaube ich, noch nie hatten. Genau, Kartoffelnocchis kennen wir ja. Und dann gehen wir auf Donnerstag. Da geht dann dieses Gericht hier auf den Freitag, weil Freitag spricht mir nichts davon zu. Das Gericht hatten wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. So geschnitzt Zürcherart mit Kartoffelrösti, mit so Beilagen Dinger hatten wir, glaube ich, auch mal gehabt. Es war, glaube ich, relativ solide, dieses Gericht. Also auf jeden Fall nicht so gut wie jetzt
die Kartoffelnocchis, wo ich ja einmal das so im Kühlschrank hatte und dann hat das ja richtig lecker geschmeckt. Ja, und dann kommen wir noch zu unserem absoluten Highlight, wie ich finde, am Donnerstag, was am Donnerstag auch dann gegessen wird. Die Gyros-Pita mit Geflügel-Gyros, Pommes Fritz und Tzatziki. Also das, und vor allem das Bild dazu, was da schon hochgeladen ist. Boah, das sieht so lecker aus. Mir läuft da jetzt schon so ein bisschen das Wasser im Munde zusammen, wenn ich mir dieses Bild schon dazu anschaue. Also deswegen, das wird eine interessante Woche. Vor allem hier mit drei Gerichten, die wir so in der Formel nicht kennen, und mit so zwei Gerichten, also gerade das hier, das ist relativ bekannt. Na gut, das hier ist dann das zweite Mal das Vergnügen. Da haben wir schon, glaube ich, ein bisschen mehrfach das Vergnügen gehabt. Ich glaube, mindestens ein drittes Mal. Ne? Genau, auf jeden Fall eine ja, gute Mischung hat man da. Also die Gerichte sind ja auch allgemein sehr schön und lobenswert. Nur freitags ist meistens immer so ein bisschen schwierig. Also klar, weil immer hier irgend so ein blöder Fisch da zwischen ist. Also klar, so Tintenfischring muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ja, hier unten ist jetzt nichts besonderwertiges dabei. Also klar, hier dieser Salat ist vielleicht ein bisschen hochwertiger. Hier fehlt, wie gesagt, noch ein Salat, aber da wird noch irgendwas kommen. Also die Salate sind in der Regel immer vegan und 60 Cent. Deswegen habe ich halt das V und das Sternchen, das auf 60 Cent ist, gelassen. Aber was dann ist, also irgendwas wird schon sein. Genau, wird es da schon geben. Dann schauen wir uns die Abschlussfolie an. So sieht es dann auf: Kartoffelnocchis, Linsenlasagne, Yakisoba, die Gyros-Pita und das Sojageschnetzelte. Ja, sehr interessante Woche auf jeden Fall wieder mit sehr leckeren kulinarischen Gerichten, wo auf jeden Fall das Wasser im Munde auf jeden Fall schon gut laufen tut, merke ich auch gerade so ein bisschen, wobei es natürlich auch immer so ein bisschen trocken wird, klar, weil ich auch bewusst nicht kluck 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 hier etwas trinke, weil die 15 Minuten halte ich es auch ohne Wasser mal kurz aus. Ja, das wäre es damit für diese Woche von der Mensa-Kritik Paderborn. Ja, und da kommen schon Schwächeanfälle. Ja, wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche wie immer zur gewohnten Uhrzeit um Sonntag 15 Uhr wieder. Und ja, gerne auch in das Too Good To Go Video von gestern gerne reinschauen. Ist ja immer beschämend, dass die Videos mehr Aufrufe, deutlich mehr Aufrufe haben als hier das Hauptformat, aber das liegt auch einfach daran, dass Too Good To Go einfach so gefragt mittlerweile ist. Auch wenn es hier beschämend wenig hier in Kassel gibt, muss man sagen. Also ich reg mich da tierisch schon mittlerweile auf, aber ich sag mal so, ich habe schon bestimmt mindestens über 20 Vorschläge eingereicht. Also ich habe auch schon was dafür getan, dass sich hier überhaupt nicht mal was ändert. Aber ja, mal schauen. Also bis nächste Woche und ciao.